Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Schadtechnik-Update bei IG. In dem heutigen Schadtechnik-Update schauen wir uns das Währungspaar mit dem schönen Namen Swissie an, also der US-Dollar zum Schweizer Franken. Und hier sehen wir im Tageschart, dass das genannte Währungspaar gleich drei Unterstützungen zuletzt signifikant nach unten durchbrochen hatte. Das war zum einen erstmal natürlich die Parität, das heißt also die psychologische Preismarke bei einem Schweizer Franken, dann die Unterstützungszone bei 0,99910034 und dann auch noch zu guter Letzt den exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt bei 0,9976. Ja, jetzt nähert sich das Währungspaar, jetzt nähert sich der amerikanische Dollar zum Schweizer Franken der nächsten charttechnischen Unterstützung bei 0,98. Darunter würde es aber dann allmählich schon ziemlich brenzlig werden, weil bei aktuell 0,9762 verläuft der schon fast mittelfristige Aufwärtstrend, der Aufwärtstrend aus dem Jahr 2015. Dass wir die genannten Unterstützungen durchaus sehen könnten, signalisiert uns der Indikator, der sogenannte DMI, Directional Movement, mit der Standardeinstellung 14 Tage, der schon seit Mitte dieses Monats ein Verkaufssignal generiert hatte. Das heißt, die genannten Unterstützungen könnten durchaus in den Fokus der Trader geraten. Natürlich auf der anderen Seite, nach diesem Preisrückgang, nach diesem Kursrückgang, ist natürlich das Währungspaar überverkauft. Das sieht man hier sehr schön an dem RSI, auch mit der Einstellung 14 Tage. Immer wenn wir eine überkaufte Zone erreicht hatten und diese dann auch nach oben verlassen hatten, kam es dann auch in der Tat zu einer technischen Gegenreaktion. Allerdings, und das ist natürlich der Nachteil bei einer überkauften oder auch überverkauften Situation, ist, dieser Extrembereich, diese Extremsituation kann durchaus mehrere Tage, sogar Wochen andauern. Das heißt also, der Test der genannten Unterstützungen ist sogar eigentlich sehr realistisch und dann vielleicht startet dann der US-Dollar zum Schweizer Franken eine technische Gegenreaktion. Natürlich die unterschrittenen Unterstützungen im Bereich also von 0,9976 bis 1,0034 wären dann die Ziele, dahin bestünden also dann Erholungspotenzial. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG.